Willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Mega im Stress, gerade so ein bisschen. Und bevor wir jetzt da hinten, du siehst es vielleicht schon, da kommt etwas sehr Buntes. Ich bin einfach mal ein Stückchen weitergelaufen. Also ich habe mir das gedacht, das war jetzt doch Landschaft, die immer wiederkehrte. Das haben wir alles irgendwo schon mal gesehen. Jetzt sind wir gerade in einem großen Eichenwald, den wir im Grunde genommen auch schon etwas weiter oben gesehen haben. Und wir sind eben auch ein Stückchen auf dem Meer herumgefahren. Und ich habe mir halt gedacht, schaltest du mal einen Moment aus. Hast nicht immer nur die Aufnahme an, um einfach mal zu warten, dass irgendwas Interessantes kommt. Und ich finde, so ein Blumenfeld ist schon was Interessantes, was man einfach mal abfilmen sollte, weil man das doch nicht so oft sieht. Wir haben das irgendwann schon mal in der Nähe unseres Hauses mal abgefilmt, aber in dieser Größe und in dieser Ausdehnung haben wir es, glaube ich, noch nicht gesehen. Es war auch damals noch mit einem anderen Texture-Pack. Ich glaube, da hatten wir noch das Standard-Pack eingestellt. Und mit diesem sieht das alles irgendwo noch netter aus. Und es ist wirklich ein riesiges Feld, worüber wir gehen. Mit Schafen auf der Wiese und es ist auch relativ flach. Man könnte hier also super Häuser bauen oder auch Viehzucht machen. Man kann natürlich auch diese ganzen Blumen jetzt abernten. Aber so ein paar ernten wir wirklich einfach mal ab, dass wir die zu Hause irgendwo noch hinpflanzen können. Ich weiß allerdings gar nicht, ich zögere inzwischen wirklich, diese ganzen Sachen mitzunehmen. Auch diese Blumen, so schön sie ja sind, so nett sie aussehen. Aber ich muss mir inzwischen ernsthaft die Frage stellen, wo stellen wir denn diese ganzen Sachen eigentlich hin, die wir ernten, die wir mitnehmen und die wir ja angeblich alle rund um unser Haus noch irgendwo mal aufstellen wollen. Also ich glaube wirklich, die Fläche rund um unser Haus reicht aber weitem nicht mehr für aus. Auch diese ganzen Bäume, die wir inzwischen mitgenommen haben. Es gibt keine Fläche in der Nähe unseres Hauses, wo wir die hinstellen können. Wir müssten ganze Wälder roden, um dann halt neue Bäume zu pflanzen, die dann eben auch die entsprechende Wirkung haben. Es bringt ja auch nichts, so einen Baum irgendwo in der Ecke zu setzen, sondern der muss natürlich auch irgendwo ein bisschen wirken. Den muss man von Weitem sehen. Der muss halt seine Wirkung auch irgendwo entfalten können. Und im Moment, wie das jetzt bei uns aussieht, wenn ich mir unser Haus mal vorstelle, wie das jetzt wirkt, wie es scheint, so zwischen diesen Bergen, so ein bisschen halb verborgen, bringt das nicht so viel. In der Nähe unseres Hauses sind noch Hochweiden. Da könnte man eventuell noch irgendwas machen. Natürlich auch mit Viehzucht und so weiter. Huch, was haben wir da denn? Na, das ist doch mal was Nettes. Das ist das Haus, was ich insgeheim schon lange gesucht habe. Ich habe das ein paar Mal gesehen in irgendwelchen Videoclips, die so ein Haus gefunden. Oh, ich verhungere. Da sollten wir aber mal ganz schnell zu unserem Rucksack greifen. Meine Güte. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Diese Lauferei, das ist saugefährlich, wenn du das nicht merkst. Wenn du so beschäftigt bist, dass du sowas überhaupt nicht schnallst. So, einen Burger haben wir noch, aber erstmal reicht's jetzt. Ich denke, den vierten können wir auch gleich schon wieder essen. Das wäre jetzt noch gewesen, wenn wir jetzt hier abgekratzt wären. Direkt vor diesem wunderschönen Haus. Oder sogar noch mehr, da ist sogar noch ein NPC-Dorf neben. Was haben wir da denn? Gut, dass wir diese Blumenwiese gefunden haben. Übrigens können wir die mal eben kennzeichnen auf dem Atlas. Guck dir das an, wie cool die aussieht. Das Boot können wir auch wegpacken. Okay, also, bevor wir jetzt da reingehen, ne? Nichts überstürzen. Erstmal leeren wir hier unsere Vorratskammern ein wenig. Was habe ich da denn mitgenommen? Salix-Setzling, genau. Sumpfblumen, 5. Im anderen Rucksack haben wir schon mehr davon. Ach, diese eisige Iris haben wir auch. Dann habe ich eben noch eine Hänge oder 5 Hänge-Forsizien gefunden. Keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was wir schon haben und was nicht. Ja, Kurholzstufe. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Die lassen wir mal hier. Das Boot lassen wir auch hier irgendwo liegen. Das schmeißen wir auch mal eben weg. Aber, wie gesagt, auf jeden Fall kennzeichnen wir diese Blumenwiese. Das muss sein. Das ist einfach notwendig. Village? Ach so, genau. Village, das haben wir natürlich jetzt auch entdeckt. Deswegen ist das hier automatisch eingezeichnet. Da nehmen wir doch mal einen Marker. Wo ist unser Pfeil eigentlich? Wo sind wir denn? Da.
Da ist er. Wald, Blumenwiese, wo muss das denn jetzt hin? Muss man eben ein bisschen vergrößern. Also, wir sind hier. Dann ist das hier die Blumenwiese. Dann setze ich den Marker einfach mal hier drauf. Blumen, große Blumenwiese. Große Blumenwiese. Das muss schon sein. Village. Und dann diesen unglaublich schönen Tempel. Dass er dann auch noch direkt neben so einem NPC-Dorf ist. Echt eine coole Nummer. Ich habe nur einmal flüchtig gesehen, wie irgendjemand in so einen Tempel reingegangen ist. Also es ist ein gewaltig großes Bauwerk. Also passt doch irgendwo, hier ist alles groß. Dieses Blumenfeld ist riesig, die Bäume sind gewaltig. Das sind Nadelbäume. Und diese Fläche... Was ist denn das hier für eine Fläche? Wieso ist das... Oh, Grillen gibt es hier schon mal. Kommt man denn hier überhaupt nochmal rein? Wieso sind hier Baumstämme? Boah, ist hier was los? Sind hier viele NPCs? Spinnen gibt es hier auch einige. Boah, sind die viele NPCs. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die hier jetzt sterben heute Nacht. Hör mal eben, was haben wir denn hier für Kohle? Was haben wir denn für Kohlebestände mitgenommen? Müssen wir mal eben kurz uns mal eben schlau machen. Also 48 Kohle, nehmen wir mal was raus. Denn ich habe irgendwie so im Instinkt... Das können wir erstmal wieder... Was können wir denn hier reinpacken? Salixholz weg, Sand, weiß ich auch nicht, wieso wir hier Sand jetzt dabei haben. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir uns ganz schnell mal eben ein paar Fackeln machen sollten. Für den Fall, dass es doch notwendig ist, die NPCs zu schützen, wobei ich eigentlich einen ganz positiven Eindruck seit dem letzten Vorfall mit diesem Bahnhaus habe, was wir mitten in der Walachei gefunden haben. Wo ich den Eindruck hatte, dass dieser eine NPC, den wir gefunden haben, doch sehr eigenständig und sehr selbstständig war und auch sehr gut vor den Monstern flüchten konnte, wenn ich mich an diese Zombie-Horden erinnere, die hinter dem hergelaufen sind. Wow, ich finde das so cool, was wir hier gefunden haben. Das ist echt saugeil. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, sind Burger rausholen. Wir nehmen nochmal Burger hier raus. Den einen essen wir jetzt noch auf. Und gleich den nächsten schon wieder essen. Ich bin auch dafür, dass wir uns hier irgendwo ein Bett hinstellen. Und zwar jetzt sofort. Wo haben wir denn Schafswolle? Die müsste auch in diesem Rucksack sein. Weiße Wolle. Ein Bett, so ein fertiges Bett haben wir im Moment nicht da. Das ist Ton. Achso, mit Ton fällt mir auch gleich noch was ein, was ich nochmal machen wollte. Aber zunächst... Wow, 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 wow. Das ist echt... Nein, ich bin begeistert. Ich finde es total schön, dass wir das hier gefunden haben. Wir haben ja länger... So eine kleine Durststrecke gehabt, sag ich mal, wo wir durch die Landschaft gelaufen sind. Und ich hin und wieder dachte, Mensch, jetzt könnte doch mal was richtig Tolles kommen. Und jetzt ist es da. So, wollen wir draußen schlafen oder in der Hütte? Wollen wir hier drinnen schlafen? Was ist hier denn so drin? Gibt's hier was? Oh, das ist ja ein Riesenhaus. Da können wir uns ja direkt einrichten. So, hier stellen wir jetzt unser Bett hin. Und die Crafting-Truhe nehmen wir auch mit. Und weißt du, was wir noch machen? Wir leuchten jetzt dieses Haus auch ein bisschen aus. Hier ist ja nichts ausgeleuchtet. So. Das hier ist jetzt unser Haus. Das annektieren wir jetzt einfach mal. Wir sagen jetzt einfach, das gehört uns. Hotel Fabi. Hotel Fabi. Einfach so. Keine Ahnung. Heißt jetzt so. Muss man nicht hinterfragen. Ist halt so. Ist... Können auch gerne Gäste vorbeikommen. Mein Gott, wir können uns jetzt hier richtig einrichten. Das ist voll das große Haus. Was habt ihr eigentlich zu handeln? Smaragd, Hafer wollt ihr dafür haben. Knoblauch, Smaragd. Smaragd ist natürlich immer nice. Oh, es ist dunkel. Bevor jetzt hier... Ich finde es auch schön, dass die wirklich auch alle ins Haus laufen. Und wir hier eine richtig anständige Übernachtungsmöglichkeit haben. Wir müssen nicht vor Monstern flüchten.
sondern wir können uns jetzt erstmal, bevor wir uns jetzt mit den NPCs beschäftigen, also du brennst sicher auch drauf, in dieses Gebäude reinzugehen, da warten wir jetzt nicht mehr ab. Hier sind überall Spinnen, das hören wir auch. Hier nochmal eben kurz nach nebenan. Da geht's offensichtlich hoch. Irgendwo habe ich doch auch noch Pfeile. So, 64 Pfeile, die nehmen wir erstmal raus, dass wir wieder Pfeile haben. Denn jetzt kann es gut möglich sein, dass wir uns erstmal mit jeder Menge Spinnen rumschlagen müssen. Was ist hier sonst noch so? Hier ist sonst nichts Außergewöhnliches, einfach eine große Wiese. So, ganz vorsichtig gucken wir uns das jetzt mal an. Marmorziegeln. Sieht auch toll aus. Ich wusste noch gar nicht, dass man Ziegeln aus Marmor machen kann. Wie macht man die denn eigentlich? Möchte ich jetzt sofort wissen. Wahrscheinlich mit einem Schiesel. Marmor, Ziegel. Wieso sieht man das nicht? Ah, da. Marmor, Ziegel. Ja. Okay. Also ganz normal. Und sehr, sehr viel kann man ja auch mit einem Schiesel machen. Das sind alles Sachen, die man mit einem Schiesel machen kann. Okay, dann wissen wir Bescheid. Alter, was ist denn da unten los? Vielleicht kriegen wir sogar einen richtigen Schatz hier. Also, ich habe von einem anderen Spieler gehört, von einem anderen Zuschauer, der das auch schon intensiv hier gespielt hat. Huch, huch, huch. Das möchte ich jetzt aber nicht kaputt machen hier. So haben wir nicht gewettet. Was sind das denn für Konstrukte hier? Was ist denn das für ein roter Baum? Extra Biomes, Lock. Also auf jeden Fall vom Modpack Extra Biomes XL. Braunes, farbiges Glas. Also diese Spinnen, die nerven zum einen. Zum anderen erzeugen sie auch eine irre Spannung. Diese Lampen habe ich verbaut. Haben wir bei uns verbaut. Sieht fast wie eine Treppe aus, die man nach oben gehen kann. Aber im Endeffekt ist es nur in Anführungsstrichen ein roter Baum. Oh, cool. Oh, mit der Sense da mal ran. Ich weiß ja nicht. Ahornstamm. Der ist so schön, den möchte ich eigentlich nicht fällen. Aber ich möchte natürlich hiervon Setzlinge mitnehmen. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den zu fällen. Denn mit der Sense alleine bekommt man hier keine Setzlinge zusammen. Das funktioniert nicht. Da haben wir doch einen. Fächer-Ahorn-Setzling. Dann nehmen wir noch ein paar andere von mit. So funktioniert es natürlich auch. Ein bisschen was müssen wir einfach kaputt machen von diesen Dingen. Ach, was freue ich mich. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Tut mir leid. So, zwei Setzlinge haben wir schon. Sag mal, sitzen hier überall Grillen drin? Oder was ist das jetzt hier? Hier sitzen Grillen drin. Immer noch zwei. Sind recht sparsam hier mit Setzlingen. Einen wollen wir aber noch mitnehmen, oder? Ich meine, hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn man dann von hier aus, der Ausblick von hier aus natürlich dann noch viel schöner ist. Man hat noch viel besseren Überblick. Also mindestens drei Setzlinge wollen wir aber mitnehmen, oder? Drei haben wir jetzt. Ja, so ganz reicht's mir noch nicht. So ganz reicht's mir noch nicht. Wollen wir mal so ein bisschen hier das Glas offenlegen, oder was das ist? Glowstones. Wieso sind das Glowstones? Die sehen ja ganz anders aus. Schieferförmiger Glowstone. Die sind bestimmt auch geschieselt. Geschieselte Glowstones. Wo sitzen die Grillen denn eigentlich? Man hört die wie bekloppt. Drei, komm, einer noch. Komm, einer noch. Einen können wir doch noch. Hecke könnte man natürlich auch ein bisschen mitnehmen, aber ich glaube, so eine Ahornhecke, die können wir uns besser so, jetzt haben wir vier. So eine Ahornhecke kann man sich, glaube ich, besser selber zurechtfriemeln. Holz brauchen wir auch nicht mitnehmen, können wir uns auch selber züchten.
Wie gesagt, und schon wieder eine Fläche. Da sitzt doch meine Grille. Wieder eine Fläche, die wir mehr brauchen. Da kriegt man natürlich nur Glowstone-Staub. Ich weiß noch nicht, ob wir die mitnehmen sollten. Vielleicht sollten wir das noch einfach sitzen lassen. Glowstones können wir genug im Nether kriegen, würde ich mal sagen. Die müssen wir jetzt von hier aus nicht mitnehmen. Das funktioniert schon so. Was für eine... Fächer-Ahornstamm. Ne, nehmen wir nicht mit. Lassen wir so, wie es ist. Aber dieser Ahorn ist auch in diesem Haus total toll. Und das, was uns hier umgibt, sind diese geschieselten Fenster, die wir selbst schon gemacht haben. Chinesisches Glas, genau. So sieht es aus. Macht mal mit einem Schiesel. Oh, oh, oh. Also hier oben ist jetzt, glaube ich, nichts weiter. Oder machen wir jetzt mal das ganze Laub in der Sense weg. Könnte man tun. Muss man aber nicht. Vielleicht machen wir es aber doch, um hier alles freizulegen. Die Entscheidung fällt mir etwas schwer, aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Crafting-Truhe. Ich glaube, wir müssen das einfach machen. So schön es ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nie wieder hierhin zurückkehren, weil das einfach super weit weg ist von unserem Haus. Es sei denn, wir lassen uns hier für längere Zeit nieder. Aber selbst dann müssen wir diese Sachen auch vernünftig erforschen und können nicht sagen, ja, es ist so schön, müssen wir alles stehen lassen. Nee, können wir nicht. Müssen wir einfach jetzt auch richtig erforschen. Ich nehme hier mal ein bisschen Eisen raus. Ich glaube, wir brauchen hier mehrere Sensen. So, 4 Sensen machen wir auf jeden Fall mal. Wieso habe ich jetzt... Achso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so. Eisensense. Richtig schöne Eisensensen, sonst haben wir die immer aus Stein gemacht. Diese Eisensensen halten länger. Und wir haben, oh, wir haben noch genug Eisen dabei. Mal eben hochgehen. Oh, hier ist ja eine Truhe. Die wurde jetzt gerade freigelegt. Oh mein Gott, was ist denn hier drin? Oh, wie cool. Das ist ja alles was zu essen. Okay, gehen wir mal der Reihe nach durch, ja? Sushi. General Tso's Hähnchen. Irgendwie ein chinesisches Hähnchen auf jeden Fall. Tso's Hähnchen. Seidenes Tofu. Haben wir schon gesehen, glaube ich. Chai Kai Tee. Chai... Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Ein chinesischer Tee. So, Ingwerhähnchen. Gebratener Reis. Gedämpfter Reis mit Bambus. Manju. Kalifornische Rolle. Futomaki. Chico Roll. Gebratener Reis. Roher Aal. Kokosnussgarnelen. Reissamen. Rohrhering. Auch interessant, dass da Hering steht. Vegetarischer Stier. Früh. Gekochter Tintenfisch. Das kennen wir. Hähnchen mit Orangen. Oh, lecker. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Rohe Garnelen, roher Thunfisch, Reissuppe. Also alles chinesisch. Oder weitestgehend. Und das ist sau viel. Und ich kann das... Das kann man weder stapeln noch sonst irgendwas. Das sind alles ganz besondere Dinge. Und wenn ich die jetzt einpacke, ist der Rucksack voll. Das gibt mir gerade zu denken. Aber das möchte ich auch einfach gerne mitnehmen. Auch als Anreiz, das vielleicht zu Hause mal selber zu machen. Vielleicht braucht man auch das ein oder andere als Zutat, um wiederum was anderes zu machen. Das können wir aber jetzt so schnell gar nicht rausfinden. Das ist gar nicht möglich bei diesen vielen Dingen. Und ich habe wirklich inzwischen so ein bisschen Schiss. Wir können diese Dinge gar nicht alle unterbringen. Also gut. Die Sensen rein. Die Sense lassen wir draußen. Das packen wir alles in den Rucksack. Inklusive, nee, das Holz nicht. Die weiße Wolle können wir wegpacken. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Fächer Ahornsetzling. Und wieder... Fackeln haben wir hier auch noch drin. So. Und jetzt sag mir mal, wo ich das noch alles hintun soll. Diese beiden Rucksäcke haben wir noch zum Glück. Also das ist ja zum Glück nicht unser letzter Rucksack. Okay, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir packen das jetzt alles erstmal in unser Inventar. Nehmen das komplett mit. Den rohen Aal brauchen wir nicht mitzunehmen. Weil wir den haben. Bei uns. Roher Tintenfisch. Rucksack.
und alles wieder hier rein. Gekochten Tintenfisch eigentlich auch nicht. Jetzt haben wir ihn aber schon drin. Oder den packen vielleicht wieder in den Rucksack. Den müssen wir nicht mitnehmen. Roher Thunfisch müssen wir eigentlich auch nicht mitnehmen. Aber ich weiß nicht, wie oft wir den bei uns finden. Deswegen nehmen wir ihn vorsichtshalber einfach mal mit. Natürlich auch roher Tintenfisch, gekochter Tintenfisch. Also den habe ich so noch nicht gesehen. Aber wenn wir gekochten Tintenfisch haben, dann müssen wir ja auch rohen Tintenfisch gehabt haben. Deswegen, das lassen wir auch hier. Das müssen wir nicht mitnehmen. Da wieder rein in die Truhe, hier in die Ecke, zu dem rohen Aal. Moment, falsch. Das kommt in die Ecke. Diese Sachen nehmen wir alle mit. Die haben wir noch nie hergestellt. Roher Tintenfisch haben wir auch bei uns. Ach, das war der rohe Tintenfisch, den wir bei uns hatten. Es gibt verschiedene. Es gibt sogar verschiedene Tintenfische. Den und den, unterschiedliche. Die sehen wahrscheinlich alle gleich aus, wenn man die nachher kocht, sehen die so aus. Aber das ist trotzdem eine andere Sorte. Dann nehmen wir sie jetzt doch mit, weil diese Sorte habe ich bei uns, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, du, denke ich mal, dann auch nicht. Oder ich habe was übersehen, kann natürlich auch sein. So, rein damit, rein damit. Und Rucksack ist voll, ja, toll. Der Rucksack ist voll, ja, toll. Moment mal, was wir auch hier lassen können. Jetzt geht das nämlich los, dass wir so langsam anfangen. Hier so ein bisschen Schneeball brauchen wir auch nicht mitnehmen. Schnee haben wir genug. Sadebaum. Mosselettis müssen wir auch nicht mitnehmen. Können wir auch hier lassen. Spinnenauge müssen wir nicht mitnehmen. Können wir hier lassen. Knochen hier lassen. Feuerstein. Ja, weiß nicht. Kann man vielleicht noch für Pfeile verwenden. Lass ich erstmal drin. Blumen, Blumen, Blumen. Mit den ganzen Blumen bin ich mir total unsicher. Bodengarten nehmen wir auch nicht mit. Bodengarten nehmen wir nicht mit. Das kommt alles hier rein. Alles hier rein. So. Das, das, das. Und in der Zwischenzeit, du hast es vielleicht bemerkt, ist es draußen dunkel geworden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Manchmal ist das ja bei der Aufnahme, ich ärgere mich oft so ein bisschen, wenn ich mir das hinterher als Aufzeichnung angucke, weil mir dann auffällt, dass ich bestimmte Sachen überhaupt nicht gesehen habe. Aber es ist jetzt zwar dunkel, aber wir sind in diesem Tempel und wir bleiben jetzt hier auch drin. Wir sollten vielleicht zwischendurch mal einen Blick auf die NPCs werfen, bevor wir uns jetzt hier weiter vertiefend... Wir haben uns immer noch nicht um die Spinnen gekümmert. Wie sieht es denn hier NPC-mäßig aus? Ein paar Fackeln sollten wir hier auch rund um dieses ganze Ding setzen wir jetzt hier Fackeln. Der Enderman tut uns nichts. Der tut uns nichts. Aber rund um dieses Gebilde, weil ich nämlich jetzt absolut keinen Bock habe, dass jetzt hier auf dieser... Ja, genau. Genau das wollte ich nämlich nicht. So. Genau das soll nämlich nicht passieren. Aber wir haben ja genug Fackeln. Schöner wäre es sogar noch, wenn wir die Fackeln hier oben ans Gebäude setzen würden. Aber jetzt haben wir so angefangen, jetzt machen wir das auch zu Ende. Und von Weitem kann man natürlich diesen ganzen tollen Palast, Tempel, wie auch immer man ihn nennen mag. Ich würde sagen, eher ist es ein Tempel. Natürlich auch noch viel besser sehen. So, da noch eine Fackel, da noch eine Fackel.